Willkommen, liebe Zuschauer, bei meinem ersten Tutorial, wie nehme ich eigentlich am PC auf? Ja, wie mache ich das eigentlich? Ich lese das ja ab und zu mal in den Kommentaren oder in den Streams oder auch bei anderen YouTubern. Sag mal, wie nimmst du eigentlich auf? Wie kann man das machen? Also ich zeige euch heute die Möglichkeit, wie ich am PC aufnehme. Man muss nicht am PC aufnehmen, man kann natürlich auch am Tablet aufnehmen, man kann am Handy aufnehmen oder am Mac aufnehmen. Ich benutze halt einen PC. Jegliche Software, die ich hier benutze, anspreche etc., bekomme ich nicht gesponsert. Also das ist kein Produktplacement oder so. Ich habe mir jegliche Sachen gekauft oder es ist halt Open Source, Freeware für einen Privatanwender und so weiter. Ihr seht hier heute meinen Desktop und mit welcher Software nehme ich eigentlich meine Videos auf. Ja, grundsätzlich nehme ich meine Videos. Ich schiebe das jetzt mal rein. Also es wird jetzt etwas verwirrend mit der Software OBS auf. OBS, ihr seht das hier. Ihr seht jetzt also immer mehrere Mauszeiger und ihr seht jetzt auch mehrere Fenster. Denn wenn ich das jetzt hier bewege, dann bewegt sich das hier in der Mitte auch, weil das ist ja meine Aufnahme, wo ich gerade meine Aufnahmesoftware zeige. Man kann natürlich auch Videos ganz einfach aufnehmen. Ihr seht das hier links hier. Hier gehe ich mal hin. Das ist so ein ganz, ganz altes Programm, Fraps. Damit kann man natürlich auch aufnehmen. Nachteil dieses Programms ist, dass die Files halt sehr, sehr groß werden. Also so ein paar Minuten atmen da gleich in so ein paar Gigabyte aus. Und das war auch eine Möglichkeit. Das habe ich mir mal vor Jahren tatsächlich mal gekauft, weil ich natürlich schon etwas länger aufnehme. Aber mit der Software hier OBS, also Open Broadcaster Software, nehme ich meine Videos auf. Und ihr seht das hier, wir nehmen ja jetzt gerade schon meinen Desktop auf. Wie jede andere Software hier auch, gibt es hier natürlich einen ganzen Haufen Einstellungen. Ich werde die Einstellungen nur anreißen. Ihr seht hier auch immer schon mein Mikrofonpegel. Ich überpegel, glaube ich, nicht. Es geht nicht so richtig ins Rote. Und ich bin auch nicht zu leise, glaube ich. Ich habe hier die Szenen und ich habe Quellen. Aber da komme ich dann gleich erst zu. Also in den Einstellungen hier gibt es ohne Ende wie Sand am Meer Einstellungen. Ihr seht das hier allgemein. Da müsst ihr euch einfach mal, wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, einfach mal durchklicken. Stream, Ausgabe, also welche Ausgabe nutze ich eigentlich? Ihr seht das hier, ich nutze hier auch einen ganz bestimmten Codierer, nämlich einen AMD-Codierer. Das hat einfach den Hintergrund, dass hier meine Grafikkarte alles rechnet, sage ich mal, also ganz einfach ausgedrückt, und nicht meine CPU hier von meinem Prozessor, von meinem PC. Ja, da kann ich einfach was aufnehmen und kann auch 1000 andere Programme im Hintergrund starten, wo meine Grafikkarte nichts rechnen muss. Und so ist meine CPU hier ganz aus dem Spiel. Außerdem hat meine Grafikkarte auch viel mehr Transistoren. Sie ist also viel, viel schneller eigentlich als mein Prozessor im PC, der ja noch ganz andere Schnittstellen bedienen muss. Ihr seht hier die Audio, also ihr seht hier oben, entschuldigt, aufnehmen. Das Ganze geht bei mir immer nach C, Users, Thorsten, Videos. Das ist meine SD oder SSD, meine erste. Und unten so ein paar Qualitätseinstellungen, mit welcher Qualität nehme ich eigentlich auf. Ich kann jetzt auch gar nicht so viel verändern, weil ich natürlich gerade aufnehme. Ja, Registerkarte Audio ist selbsterklärend. Ich nehme alles mit 160 Bit auf, das reicht mir. Und was nutze ich eigentlich an Audio? Das wäre hier jetzt die nächste Registerkarte. Das heißt also, ich lasse mir immer alles über meine Lautsprecher ausgeben. Soundblaster Z steht da. Das ist meine zweite Soundkarte hier im Rechner. Und als Mikrofon, da lasst euch nicht verwirren, bei mir steht hier Cable Output VB Audio Virtual Cable. Bei euch wird ein Mikrofon stehen, ja, unter Umständen. Also ich nutze noch etwas andere Wege hier, um mein Mikrofon anzusteuern. Kann ich auch gerne mal in einem Tutorial zeigen, wie das bei mir eigentlich funktioniert. Unter Video habe ich verschiedene Video-Settings, die kann ich jetzt auch nicht verändern, weil ich natürlich gerade aufnehme. Also ich skaliere natürlich immer meine Anzeige runter, denn der 27 Zoll hier wäre etwas zu groß für YouTube. Also 1920x1080 HD reicht vollkommen aus. Im Moment mit 30 Bilder, ich kann auch manchmal nehme ich auch mit 60 auf, aber meine Aufnahmefiles werden natürlich größer. Hotkeys ist auch selbsterklärend. Der meistbenutzte Hotkey bei mir zum Beispiel in meinen Livestreams ist die Nummer 8. Ich glaube, die habe ich hier unten auch konfiguriert, denn damit mache ich mein Mikro stumm und stelle es wieder aus. Ja, also einmal 8 gedrückt, dann ist mein Mikro stumm. Dann huste ich kurz mal. Das hört dann nämlich keiner, dann kriegt er keinen Schock, obwohl ich
könnte eigentlich auch immer voll ins Mikro husten, dann werdet ihr nämlich immer wieder alle schön wach. Und wenn ich es dann nicht vergesse, die 8 wieder zu drücken, dann ist das Ganze auch wieder entsperrt. Unter Erweitert gibt es noch etliche Settings, die man hier betreiben kann. Also ich nenne das immer gerne so ein bisschen Feintuning hier. Und wir wollen natürlich sehen, wie kriegt der Toto denn jetzt eigentlich sein Clash of Clans hier rein. Also hier nicht rein, sondern hier drauf. Ich habe hier schon mal eine Szene angelegt, sonst könnte ich dieses Video jetzt nämlich nicht machen. Die Szene heißt einfach, ihr seht das hier unten, Tutorial. Und habe als Quelle jetzt einfach eine Bildschirmaufnahme genommen. Also das ist jetzt eine einfache Bildschirmaufnahme von meinem mittleren Monitor. Ihr seht das, ich habe hier noch mehrere Monitore dran, einen 20 Zoller und einen 19 Zoller. Und ich nehme aber im Moment den 20 Zoller auf und ihr seht das auch, Haken ist drin bei Mauszeiger aufnehmen. Der Mauszeiger wird also jetzt aufgenommen. Jetzt kann ich natürlich hier noch viel, viel andere Sachen reinbringen. Und eine Möglichkeit ist natürlich jetzt hier einen sogenannten Emulator reinzubringen. Das kann ich euch kurz mal zeigen. Ihr seht hier unten jetzt auch schon die Maus. Denn hier habe ich meinen Emulator mal auf. Ich mache den mal eben, Clash of Clans dazu zu. Also das ist jetzt sehr verwirrend teilweise für den einen oder anderen. Das ist ein ganz einfacher Google Emulator, also ein Android-Emulator. Und ich muss auch nicht erklären, wie man ein Handy oder ein Tablet einrichtet. Genauso geht das hier auch. Ja, also hier ist nur Clash of Clans drauf und mehr nicht. Auch wenn ihr ein ganz anderes Hintergrundbild seht von Arena of Valor. Und aber so sieht er eigentlich aus. Und wie kriege ich den denn jetzt eigentlich hier in OBS rein? Ich schiebe den jetzt mal so ein bisschen hier rüber, weil ich könnte jetzt natürlich starten einfach und aufnehmen. Dann würdet ihr aber im Hintergrund immer noch meinen Monitor sehen. Ja, wenn ich jetzt die Software mal auf meinen rechten Monitor schiebe, dann verschwindet die mal. Dann seht ihr hier jetzt nur noch dieses Bild hier auf meinem Desktop und dann könnten wir natürlich anfangen zu spielen. Ja, ist natürlich nicht so schick. Also nehme ich die Aufnahmesoftware hier mal wieder rüber, um euch das zu zeigen. Und eine Möglichkeit ist, ich mache eine Fensteraufnahme, denn das Ganze hier ist ja ein Fenster und dieses Fenster bekomme ich hier auch nach OBS rein, indem ich einfach jetzt hier eine neue Quelle hinzufüge. Ja, hier gibt es also etliches an Quellen, die ich hier hinzufüge und wir nehmen einfach mal die Fensteraufnahme. Die nennen wir einfach Fensteraufnahme Tutorial und sagen einmal okay und dann sucht er auch schon ein Fenster. Ja, er bietet mir jetzt das Fenster an. Ich könnte natürlich jetzt auch ganz andere Fenster anzeigen lassen. Ich könnte mir hier jetzt mein Explorer anzeigen lassen vom Google Drive. Also das Fenster könnte ich hier reinnehmen. Oder aber auch mein Musikplayer. Der ist jetzt im Moment nicht an. Also nehmen wir dort doch lieber wieder den Memo. Und wenn wir hier auf OK gehen, wir nehmen den Mauszeiger nicht auf. So. Und den Multiadapter brauche ich hier auch nicht. Dann habe ich hier jetzt eine neue Quelle. Und ich mache jetzt mal die Hintergrundquelle aus. Ihr seht das ja hier. Die sind ja jetzt hintereinander geschaltet. Das heißt, oben steht die Fensteraufnahme und darunter ist die Bildschirmaufnahme. Und während ich hier klicke, seht ihr auch, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fensteraufnahme geklickt habe, dann ist das hier um dieses Fenster herum, ist das so rot. Das kann ich mir jetzt nehmen und könnte es jetzt einfach verschieben hier auf die volle Größe, wie ich es haben muss. Das geht natürlich auch eleganter. In der Software geht das einfach mit Alt F und schon habe ich hier ein Vollbild. Das ist aber noch nicht so richtig das Vollbild. Ich mache mal den Monitor jetzt im Hintergrund aus. Jetzt ist der Monitor im Hintergrund aus und ihr seht das hier. Man kann das einfach einhaken und aushaken. Die Szene, die Quelle Bildschirm liegt ja hinter der Fensteraufnahme. Und das sieht natürlich noch ein bisschen unschön aus hier mit dem Rahmen. Ihr seht hier auch die Uhrzeit und das geht sicherlich eleganter. Also wir nehmen erstmal den Bildschirm wieder rein, machen die Fensteraufnahme hier aus. Ich mache sie einfach nur aus, weil wir lassen sie einfach mal und nehmen hier jetzt als Quelle eine Spielaufnahme hinzu. Die nennen wir auch Spielaufnahme Tut und schauen mal, was wir da für Settings haben. Aha, wir können also Vollbilder erfassen, also komplette andere Spiele, die man ausschließlich im Vollbildmodus spielt. Oder wir können hier natürlich auch ein bestimmtes Fenster wieder erfassen. Und er bietet mir auch dann wieder hier jeweils die Fenster an, die ich aufhabe. Wir nehmen hier jetzt mal wieder den Toto und ihr seht das jetzt schon. Der Rand wird gleich weg sein, also auch die Uhrzeit. Das ist im Moment ein Standbild hier, also eine Momentaufnahme. Ich möchte nicht den Mauszeiger aufnehmen. Wir nehmen nicht die Multi-Adapter-Kompatibilität mit rein. Was ist das denn? Täglicher Speicherplatz. Das ist auch irgendwie was Komisches, was eigentlich nicht stimmt. Und
Wir können hier die FPS limitieren. Mauszeiger haben wir rausgenommen. Die Anti-Cheat-Kompatibilität nehme ich mit rein und die Aufnahme von Drittanbieter-Overlays, wie zum Beispiel Stream, nehmen wir hier auch mit rein und können einfach auf OK gehen. Und schon haben wir hier jetzt unsere Quelle. Wenn ich das jetzt gleich groß mache, wir nehmen wieder den 27er raus. Jetzt haben wir hier nur noch unsere Spielaufnahme tut. Mit Alt-F kriegen wir die wieder groß. Und wenn ich jetzt auch wieder in mein Tablet reingehe, dann, wir sehen natürlich jetzt das volle Tablet. Entschuldigt, die Uhrzeit sieht man natürlich immer. Aber jetzt kann ich natürlich Clash of Clans starten. So startet Clash of Clans und schon nehme ich ja jetzt letztendlich nur noch das Bild hier auf. Nichts anderes mehr. Also der Bildschirm ist da zwar hinter, aber der ist ja ausgehakt, den nehme ich nicht mehr auf. Jetzt habe ich die reine Spielaufnahme hier auf, kann jetzt auch, was ich jetzt eigentlich mache, ich nehme den Rahmen hier und wische hier und ihr seht das natürlich nicht mehr, weil das ist ja jetzt die Aufnahme. Ja, und so kann man die Aufnahme hier natürlich in OBS machen. Wir gehen nochmal zu eurer Verwirrung, machen wir den nochmal an und machen die Spielaufnahme hier etwas kleiner. Dann seht ihr das. Ja, also hier habe ich jetzt nach wie vor ja meinen Emulator und hier in OBS ist meine Fensteraufnahme halt, die ist es. Und die bringen wir aber wieder nach vorne. Und denn wir wollen ja noch ein bisschen Clash of Clans spielen hier, ne? Jetzt haben wir natürlich noch gar keinen, ihr hört ja mal so ein bisschen Dudelei bei mir. Jetzt haben wir natürlich noch gar keine Mucke. Ich mache mal den doch nochmal aus. Natürlich lässt sich mit dieser Software auch Musik aufnehmen, gar keine Frage. Ich habe hier einfach mal meinen Musikplayer und das Stück kann ich nicht abspielen, dann kriege ich Probleme mit YouTube, aber es ist echt nett hier, Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond. Echt schönes Stück hier und wirklich chillige Musik, also man merkt auch daran, dass ich etwas älteren Semesters bin, denn mit denen bin ich, glaube ich, groß geworden. Ist aber nicht eine meiner Lieblingsbands, also ich höre sie natürlich sehr, sehr gerne. Aber um hier einfach mal jetzt ein bisschen Ton reinzukriegen in diese Aufnahme hier, denn das ist ja eine Aufnahme, nehme ich einfach mal was anderes. Ja. Und ihr hört das hier jetzt schon leicht im Hintergrund. Ich muss aber jetzt mein Mikro ein bisschen leiser machen. Ja, also so geht es. In meinen Streams lasse ich mir die allerdings immer auf eine ganz andere Quelle ausgeben. Das heißt, ich würde ja sonst immer aus meinen Lautsprechern die Musik hören und deswegen kann ich hier natürlich Filter setzen und oder auch in die Eigenschaften gehen. Und ihr seht das hier, das ist im Moment der Lautsprecher Soundblaster Z. Ich nehme immer irgendein Audio-Device, was ich überhaupt nicht benutze. Das ist meistens hier von meinem 27 Zoll die HDMI-Schnittstelle, das heißt das Audio-Device von der HDMI-Schnittstelle. Und wenn ich jetzt sage okay und lasse das einfach mal weiterspielen, wir müssen doch eine andere Quelle nehmen, entschuldigt bitte, so, wir müssen doch eine andere nehmen, welche nehme ich denn nicht, ich glaube ich nehme diese hier nicht, jetzt muss ich mal gerade gucken, er gibt mir das natürlich immer noch über meine Lautsprecher aus. Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt, weil ich kann den hier nicht, dem kann ich keine andere Schnittstelle, glaube ich, zuweisen. Nee, mit dem geht das nicht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen doof gewesen. Dann nehmen wir mal den VLC-Player. Denn mit dem VLC-Player geht das alles ein bisschen eleganter. Das heißt also, ich nehme mir jetzt genau das gleiche Stück, ziehe das hier einfach mal rein. Dann spielt ihr das hier jetzt ganz normal ab. Und den lasse ich mir aber jetzt einfach mal ausgeben über das Device hier. Dieses Device, also das HDMI-Interface jetzt von meinem Monitor, das kann ich mir auch hier reinbringen, indem ich einfach sage, gib mir mal eine VLC, nicht eine Videoquelle, sondern es ist eine... jetzt muss ich mal eben schauen, was das eigentlich ist. Ich glaube, es ist eine Medienquelle. Nee, es ist keine Medienquelle. Ich muss mal eben in eine andere Szene reinschauen in COC Live, was ich da eigentlich immer nehme. Und das ist nämlich eine Ausgabeaufnahme. Also
Wir fügen jetzt einmal ein VLC-Tut hier hinzu und können jetzt das Interface hier auswählen. Das heißt also, ich nehme jetzt hier mein HDMI-Interface für Ton und kann jetzt das Stück hier einfach abspielen lassen. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, das ist ein bisschen zu laut, ja. So, jetzt nimmt das auf in der Aufnahme hier. Entschuldigt, dass das gerade so super laut war. Jetzt nimmt das auf, aber ich höre es nicht mehr. Ja, das ist eigentlich jetzt so Stream-Geschichte. Deswegen frage ich auch immer, ist die Musik zu laut, zu leise in meinen Streams? Also so kann man das einfach so machen, ohne dass man das jetzt natürlich nochmal doppelt hier hört. Wir machen das aber mal einfach wieder aus hier und nehmen den auch wieder raus hier. Den brauchen wir nämlich hier für das Tutorial jetzt im Moment nicht. So, wir gehen aber wieder in unsere Spielaufnahme rein und gucken mal, ich bin wieder disconnected, okay, dann connecten wir einmal rein, also so geht es, ja, und wir tun jetzt einfach mal so, als wenn wir jetzt die Folge hier beginnen, wie ich alle meine Folgen beginne, also nochmal von vorne, willkommen liebe Clasher bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors, ja, was wollen wir heute machen, ich, der Vollhonk hier im Nachtdorf, mache einfach mal ein paar sinnlose Angriffe mit euch, für euch. Ihr seht das, meine Uhr läuft noch nicht mal auf Turbo hier. Deswegen machen wir heute ein bisschen Nachtdorf-Action hier. Obwohl ich diese Action ja hasse. Alles nur ein Beispiel, gehört alles mit zum Tutorial. Ja, und ich greife hier jetzt auch mal richtig unmöglich an. Es soll ja nach wie vor eine Tutorial-Folge sein hier von wie nimmst du eigentlich auf? Also die Frage taucht ja immer wieder auf, auch bei anderen YouTubern. Ich bin da ganz transparent, das kann ich euch sagen. Denn es ist ja kein Geheimnis. Ja, es ist ja kein Geheimnis, so nach dem Motto, oh, das kann ich euch nicht verraten, das ist top secret. Ja, wie ich das mache. Seht mal zu, dass ihr es selber hinkriegt. Wäre ja totaler Blödsinn. Ich unterstütze auch immer da, wo es geht, aber ich kann halt nicht, wie das manchmal verlangt wird, so den Lehrer spielen, ja, vor allen Dingen nicht im Stream, so nach dem Motto, oh, kannst du das mal zeigen und so weiter, kannst du mir das mal erklären, das dauert auch alles. Alles das, was ihr hier seht, das, was ich hier gemacht habe und mache, das habe ich mir alles selber beigebracht, denn ich bin zwar EDV-Berater, Systemadministrator, aber von Bild- und Videobearbeitung und Tonbearbeitung habe ich nie einen Schnall gehabt. Also das habe ich mir wirklich alles auch selber, was heißt beigebracht? Ja, beigebogen, beigeguckt, YouTube-Videos, Tutorials, ausprobieren vor allen Dingen. Learning by doing, da lernt man letztendlich am meisten bei. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, das so zu machen, denn dann weiß man sofort, oh scheiße, der Haken war nicht gut, das war ein Fehler. Und das dauert dann zwar ein bisschen, aber wenn man es dann erstmal hat, ja, dann kommt man auch auf den richtigen Trichter. So, wir gehen nochmal auf den 27 Zoll. Ich nehme den nochmal raus hier. Ihr seht das Spiel immer noch, ja. Also wir verpassen hier keinen Boost. Das Ganze geht ja jetzt in eine MP4-Datei oder M4P-Datei und wird ja dann auch noch irgendwie bearbeitet. Also wenn ihr Interesse dran habt, wie bearbeite ich denn eigentlich jetzt dieses File, dann bin ich ganz transparent, ich bin dann gewillt, mit euch einfach, ja, auch ein kleines Tutorial, was benutze ich eigentlich für Schnittsoftware, wie geht die so in etwa, ja, und dann habt ihr auch mal so ein Bild davon, wie lange es eigentlich dauert, bis so ein YouTube-Video hier auf die Spur gebracht wurde. Und ich gehe mal wieder in die Spielaufnahme, denn wir können ja schon wieder angreifen hier, den haben wir sauber verloren hier mit 71%, super. Und dann bin ich euch auch gewillt, euch das zu zeigen, wie ich letztendlich das Ganze hier zusammenschneide, mit meinem Intro auch, überhaupt kein Problem, mit meinem Outro. Und auch da bin ich ganz, ganz transparent, das ist alles kein Hexenwerk. Aber man muss es nur machen. Daran liegt es manchmal. Denn bei vielen Sachen, da habe ich mich auch gegen gesträubt und habe immer gedacht, ach herrjene, das ist mir viel zu viel Arbeit, das muss ein bisschen einfacher hinkriegen, denn ich bin ja nun kein Profi-YouTuber und muss davon ja nicht leben, sondern das ist ja nach wie vor mein Hobby und ist zwar ein schönes Hobby, in das ich auch viel Zeit investiere, aber letztendlich gerade, wenn ich aufgenommen habe, in einem Teil, in mehreren Teilen, dieser hier wird ja jetzt ein Teil, eigentlich sind schon zwei Teile, das merkt ihr aber später im Schnitt nicht. Und dann will ich natürlich nicht noch 3, 4, 5 Stunden hier dabei sitzen, das Video zurechtschneiden. Ich mische den Sound ja auch immer hinterher rein,
Ja, ich nehme ja immer ausschließlich freie Musik für meine Videos. Die kommt dann hinten dran, also nicht so wie hier. Ich lasse sie einfach im Hintergrund abspielen und dann gucken wir mal, wie laut oder leise das ist, weil die einzelnen Soundstücke, die ich dann letztendlich habe, die haben auch unterschiedliche Lautstärken, also mit der sie aufgenommen wurden. Und das passe ich einfach an der Stelle dann so ein bisschen an. Und aber wie gesagt, wenn ihr das gerne wollt, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Dann mache ich auch mit euch ein Tutorial, wie schneidet Toto seine Videos. Womit kann man es eigentlich machen? Denn ich mache das ja auch am PC. Das muss man nicht am PC machen. Das kann man auch am Handy machen, am Tablet machen, am Macintosh machen. Also dieses sind letztendlich nur meine Varianten hier am PC. So mache ich das jeden Tag. Und ich nehme natürlich nicht jeden Tag mit dem PC auf, sondern ich nehme auch mit meinem Tablet auf. Und ich nehme auch mit meinem Handy mal auf. Ja, auch das kann ich euch gerne mal beibiegen. Na, kriegen wir das Rathaus wohl noch? Die Meisterhütte hier? Ah, vorbei. Eieiei, das ist auch immer sauknapp hier. Ich glaube, das hat Supercell auch extra gemacht, dass das immer so knapp sein muss hier. Und denn oftmals fehlt ja echt nur ein Millimeter hier am Balken. Aber naja, ein paar Prozente holen wir hier jetzt noch. Und auch das hier ist nach wie vor der Emulator. Memo heißt er. Könnt ihr auch nach googeln. Kann man sich frei downloaden, kann man konfigurieren. Und man kann auch mit Memo aufnehmen. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin ja jetzt kein YouTuber, aber ich möchte Toto gerne mal einen File schicken, dann könnt ihr das zum Beispiel mit dem Memo hier auch aufnehmen. Kann man, auch der bietet eine einfache Aufnahmefunktion. Dann kann man nochmal sein Spiel laden, kann einfach nochmal in die Wiederholung reingehen und kann seinen Kampf einfach ganz bequem aufnehmen. Kann mir das letztendlich in meinen Google Drive schieben oder an totoclash1@gmail.com schicken. Und dann baue ich das irgendwo in die Videos rein. Ich habe jetzt auch in meinem Google Drive schon wieder was gefunden, was ich einbauen werde. Aber dazu in einem anderen Video. Also wie gesagt, wie ich es denn schneide. Oh, schade, der macht mir nur ein, zwei Schuss drauf. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Ach, diese Nachtbase hier, die macht mich auch alle. Und wieder verloren. Hier drei Kämpfer am Stück verloren. Das gibt es nicht. Ich meine, ich greife hier natürlich auch dösig an. Ich könnte ja auch mal eine andere Armee nehmen. Aber was nimmt man eigentlich an andere Armee? Ich kann keine andere Armee. Das ist halt mein Laster. Ne? Ich kann keine andere Armee. Ich habe jetzt schon mal eine Armee gesehen. Da nimmt einer ganz viele von den Barbaren hier. 45 Stück müssen das sein. Und ein paar Mauerheinis hier. Und gehen einfach mit der Kampfmaschine schon mal vor. Und dann muss ich jetzt aber erstmal hier so ein bisschen clearen. Und will hier natürlich jetzt irgendwo in die Base reinkommen hier. Und das ist gar nicht mal so einfach hier mit den Kleinen hier. So, jetzt zünde ich die mal. Denn da ist ja jetzt schon mal so ein bisschen die Mauer auf. Oh, hat er hier 2000 Fallen oder was? Eieieiei, naja. Ist nicht so tragisch. Wir kommen, glaube ich, wir haben die Meisterhütte. Toto, was ist los hier mit Barbaren? Jawohl. Wunderbar. Und hier geht sogar noch ein bisschen weiter. Die Bomber hier machen noch den Zerschmetterer, bevor meine Kampfmaschine da rankommt, oder? Ah, nicht ganz. Ja, doch. Super, yes. Ah, es gibt also noch andere Angriffstaktiken hier. Ah, das ist ja krass. Das ist ja schön, dass ich wenigstens noch was drin habe, was ein bisschen halbwegs Sinn macht. Ob ich jetzt gewinne oder verliere, das sehen wir ja danach erst. Ich kann diese nochmal zünden. Ich glaube, wir hatten gerade wieder einen Zuschauer. Also ich habe manchmal Zuschauer ohne Ende. Manchmal stört es mich auch ein bisschen, dass ich am liebsten sagen möchte, end battle hier. Und kann ich sie nochmal zünden? Ah, nee, das geht nicht nochmal. Aber meine Bomber sind ja noch dabei. Ah, die sind coole Jungs, ne? Guckt euch die an hier. Das sind die coolen Jungs hier. Yes, die Mauer mache ich noch. Die brauche ich. Ja, die brauchst du. Und noch viel schöner wäre es, wenn du jetzt noch dieses Gebäude hier kaputt machst. Denn das bringt mir noch ein bisschen Prozente, bevor du angeschossen wirst. Lieber Bomber, das dauert auch noch ein bisschen. Ich kann jetzt leider nicht reinklicken in die Range der Doppelkanone hier. Aber die machen hier jetzt die restlichen Prozente. Das ist dann auch so ein bisschen Pfennigfuchsen, so wie mit den Bogies, was ich ja so hasse, wenn einer so ein Gebäude nach dem nächsten macht und mir dann die Boostzeit damit klaut, weil sein Angriff todsicher 3 Minuten dauert. Ja, weil ein Gebäude nach dem nächsten und dann schaffst du natürlich nur 2 Angriffe in deinem 7 Minuten Boost. Im Boost. So, der wird nochmal weggeschleudert. Das okay. Folge wird ein bisschen länger. Ja, weil die Bomber so lange brauchen. Ah, jetzt ist auch hin. Okay. Oh, der geht immer noch durch.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich natürlich, dass das Video jetzt leider doch ein bisschen länger wird, aber ich hoffe, das Tutorial hier hat euch trotzdem gefallen. Wie nehme ich eigentlich hier mit OBS auf? Und das ist ja eine Möglichkeit, haben wir wenigstens mal gewonnen. Das ist ja eine Möglichkeit, wie ich hier letztendlich aufnehme und was alles am PC so geht. Ich schalte nochmal auf den 27er hier. Hier seht ihr also nochmal, so kann man es machen. Und irgendwo habe ich jetzt auch dann später am Ende ein Videofile oder zwei Videofiles. Und wenn ihr mehr Tutorials von mir sehen wollt, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ich mache das für euch, ich bin ganz transparent. Und ich würde einfach sagen, bis dahin, euer Toto. Kann ich noch sagen, Toto clasht? Ja, Toto clasht.